Einen wunderschönen guten Morgen wünschen wir euch hier bei einer neuen Folge Pro vs. Con mit meinem Spezialgast Dana Rolle. Danke, danke. Jetzt, toll, jetzt riechst du dich in die andere Richtung. Ja. Wenn ich es mache, dann schimpfst du mit mir. So, wir sind wieder einmal hier und haben uns versammelt, um eine neue Folge eben hier zu drehen mit Pro vs. Con, wo es eben darum geht, dass der Produzent hier in vermeintlicher Form von mir oder in Form von mir als vermeintlicher Produzent eher so umgesagt, der dann hier auf Dinge hinweist, was vielleicht irgendwie besonders ist in dem Song, in der Produktion oder sonst irgendwas und versuche die ein bisschen, ich sag mal, verständlich für den Laien zu erklären und hier gleichzeitig dann in Form eines Laien in ja, oder Konsumenten. Ja, eines Konsumenten, der das dann Ganze auch kommentieren kann oder Fragen direkt stellen kann. Das ist immer auch eine sehr gute Hilfe für mich, habe ich festgestellt. Falls ich es höre. Ja, kann ja ich dich oder fragen. Genau, wenn du irgendwas hörst oder Fragen hast, dann kannst du die eben direkt bei mir ablassen. Und auch wieder mal mit dabei der kissenquetschende Mops. Oh. AKA Butch. So. Und ja, wir sind heute angelangt beim Song, der ganz neu rauskam. So viele Leute haben gefragt, ja, mach doch mal bitte ein Video zu Chung Ha. Chung Ha. Ja, mit dem neuen Song Snapping. Sie war Ex oder sie ist Ex-Mitglied und war mal Mitglied bei der Gruppe. IOI, bei der auch SOMI war. Ja. Mhm. Ja, und jetzt ist sie allein unterwegs und hat ihr was vermeintlich Gutes rausgebracht. Wir gucken, hören mal rein. Mhm. Gespannt, würde ich mal sagen. Birthday war ja gut. Okay. Ja, ich glaube, da kommt auch schon gleich der Pre-Kurs wahrscheinlich. Also was man vielleicht direkt erstmal sagen kann musikalisch, wir hören die ganze Zeit dieses eine Instrument hier am Anfang durch. Und, genau, das sind mehrere Instrumente sogar. Ich habe die Vermutung, dass es Streicher sind. Also man hört es eigentlich ziemlich deutlich, dass es Streicher sind. Es kann sein, dass es so eine Mischung aus synthetischen, organischen Streichern sind. Und dann aber noch so ein Marimba-artiges Instrument drüber, so irgendwas, was mit einem Schlegel gespielt wird, spielt auf jeden Fall drüber noch. Ja, das war's. Das ist so ein es ist nicht ganz Pizzicato. Was ist das? Die Spielweise von Streichern. Okay. Ja, Pizzi mit 2Z, aber nicht nur von Streichern. Ich habe das schon mal gelesen. Ja? Ja. Oder Staccato gibt's oder Legato und so weiter. Staccato und so. Staccato kenne ich. Genau. Und das ist nicht ganz Pizzicato, weil das sehr kurz dann normalerweise ist. Sehr, sehr kurz. Nur so angezupft, meine ich. Und bei Staccato kann man die aber auch mit dem Bogen dann auch spielen. Also ich glaube, es ist mehr so, ja, naja. Auf jeden Fall eben sehr kurz angespielte Streicher, die ganze Zeit dann durchspielen mit diesem Marimba-Phon, mhm. Kalimba, Xylophon. Xylophon wird es nicht sein, aber sowas in die Richtung halt. Ja. Das spielt die ganze Zeit durch und sie macht ja dann schon sehr, achso, ich habe unter die gar nicht angemacht, sehr automatisch erzeugt. Ist der Song nur auf Englisch? Anscheinend. Mhm. Gut, der Titel ist Snapping. Mal sehen. Auf jeden Fall hat es eh schon, finde ich, so ein sehr Ami-Vibe vom Sound. Am Anfang ist so, am Anfang fand ich sehr stark der Einstieg von ihr und ist auch mit bisschen Autotune oder so. Ja, also ihre Stimme ist auf jeden Fall getuned, das so oder so, aber das einfach jetzt nicht als, also nicht extrem überzogen als Stilmittel, sondern eher wirklich studioproduktionsmäßig so. Weil eben alles heutzutage getuned ist. Oder fast alles, ja. Aber sie steigt ja schon so auf Englisch ein und so. Also ist schon sehr Ami-Vibes-mäßig, so finde ich. Das ist ja schick, was sie da anhat, oder? Hier, da ist ein Weiß auch. Das weiße Outfit ist richtig geil. Das hier oder das andere? Sie hat zwei. Hä? Nee, das hier. Hat sie beim Tanzen nicht ein anderes an? Nee, das ist auch das.
Das finde ich richtig geil mit dem Gürtel drüber, weil er auch so runterfällt, weißt du? Und dann auch das Oberteil mit den ganzen Ketten ist richtig nice. Aber auch nicht nur so harte Chains, sondern auch so, was ist das, so Swarovski-Steine, Diamanten vielleicht. Sehr Glitzer. Und geil wieder mit diesem Halsband, was auch diese Kette hat, die dann runtergeht und ich glaube mit dem Gürtel verbunden ist. Ja, oder mit der Hose tatsächlich. Oder mit der Hose. Krass. Nice. Hier an den Handgelenken ja auch noch. Das sieht cool aus, weil das gibt ihm dann so was Hartes wieder und nicht so weiß. Ist ja sonst so unschuldig und zart und soft und... Ah, okay, das war wahrscheinlich auch direkt der Gedanke dahinter, als ich es gemacht habe. Ja. Oh, dieses Kleid. Das rote meinte ich ja gerade. Ja, das rote. Richtig nice. Das haben wir vorher ja schon. Mit diesen, Volants. Mit diesen Volants und dann auch noch in Rot. Und so, Biker-Boots dazu. Nice. Biker-Boots? Ja, es sind wie so Biker-Boots, glaube ich. Ist doch offen hier. Oh, aber von vorne ist es so. Ja, nee, aber das... Es gibt auch offene Biker-Boots, aber okay. Okay, vielen Dank. Weiter. Das war die Hook. Also der Einstieg, die erste Hälfte der Hook ist cool, muss ich sagen. Finde ich ziemlich cool, aber jetzt die zweite Hälfte war so ohne irgendwie so, weiß ich nicht, lief einfach so. Da war jetzt nicht so ein mega Highlight, dass man da gesagt hätte, geil, das bleibt voll im Ohr. Oder mir so. Ist gerade noch kein Unterschied aufgefallen. Ich habe irgendwie nur auf die Outfits geachtet gerade, weil dieses Outfit... Welches? Das, okay. Wo sie so nur diese ganzen Ketten und so anhat. Geil. Sie erinnert mich aber an irgendwas anderes. Oh, irgendein Musikvideo-Outfit von Beyoncé oder so. Ja, also das hat hier, gibt's schon öfters. Ja. An irgendwen erinnert mich das gerade. Ja, aber sonst, weil das eben die zweite Hälfte sich einfach, da sagt sie ja nur noch Snap-in und der Beat ist auch relativ minimiert dann. Na, wir hören mal die zweite Strophe und dann nochmal in die Hook. Auch vom Mix her tatsächlich also auch immer die Doubles, also die Stellen, die Sätze, die halt gedoppelt werden, die Texte, die sind auch wirklich immer die klingen sehr, sehr high-end, excited, also wirklich in den Höhen sehr, wie soll ich das erklären, sehr funkelig, also sehr fein, sehr, sehr schön, also hat schon sehr, das Ding ist, es muss nicht unbedingt hauchig eingesungen sein, kann es aber man kann das halt nachträglich so einen Effekt noch draufsetzen oder es so mischen, dass es dann einfach hauchiger klingt. Aber es ist nicht wie Hauchen, also es ist wirklich ein Höhenanteil, aber eben dann sehr schön, weil es eben ein Höhenanteil so ein bisschen sowas, ja wie so, ich sag immer Glitter quasi auf die Vocals draufsetzt, dass es so ein bisschen funkelt sozusagen. ich glaube, das erklärt es am besten. Das ist schon sehr schön hier angemischt auf jeden Fall. Yeah. Hier dann auch eben zweistimmig dann der Gesang. Schöner Subbass dann ab hier.
Da setzt hier im Pre-Chorus dann so richtiger Sub-Bass ein. Und der Chor hier, der schön aufbaut, dann zur Hook hin. Ab hier, ne? Das ist cool, weil hier sieht man sie halt auch mal länger quasi alleine tatsächlich auch. Und da kommt dann auch wirklich so Attitude dann auch rüber. Ne? Weil vorher war sie dann immer so schnell weggeschnitten oder halt die Tänzerin, die dann doch auch so ein bisschen halt ja die also Augen von ihr wegnehmen. Also ja. So ist es nochmal gut gelöst. Und da siehst du halt, dass sie wirklich gut tanzen kann und wirklich hier Attitude dann nochmal reinbringt. Aber ich fand schon am Anfang, wie sie eingestiegen ist, da hat sie auch, obwohl Tänzerinnen und Tänzer um sie rum waren, fand ich, hatte sie schon trotzdem auch Attitude. Ja, aber ich finde jetzt, hier ist schon wirklich, steht sie allein. Also ich finde, das wirkt nochmal ganz anders. Hier auch sehr schönes Bild, wo sie dann runterfällt mit dem Kleid und so und mit dem flatternden den Kleid. Stoff. Sehr schön. Da kannst du was anderes. Ja, schon so ein Water Drop, so ein Bluck. Mäßig. Bluck. Auch die Brass Section auch wieder schön zu hören. Jedes Mal die Bläser auf jeden Fall da, wenn es ein bisschen episch werden soll in der Hook. Aber die waren vorher auch schon in der Hook. Also fettes Video auch, ne? Also die Cuts jedes Mal in den Tänzen, dann zu jedes Mal an anderen Settings und so weiter und dann doch irgendwie in eine andere Position ein bisschen vielleicht und so. Also echt cool, richtig cool gemacht. Zepa, ne? Dem Part meine ich. Das ist ja mal die zweite Hälfte von der Hook. Die ist dann natürlich verglichen zur ersten Hook schon schwächer. Also die, das schwächt ja, das schon ein gutes Stück einmal ab. Der erste Teil ist schon absolut, die stärker. Schwächt das dann immer schon immer gut ab. Das klingt mehr wie ein C-Part oder so. Geht. Weil das einfach ist so halt dahin so plätschert. Irgendwie. Ja, es, ja, ich weiß nicht, es plätschert so dahin. Es ist jetzt nicht irgendwie so, dass es nochmal hängen bleibt, dass irgendwie eine besondere Melodie gespielt wird, die einem hängen bleibt oder irgendwie. Es ist schon cool, aber es ist jetzt nicht so, wow, fett in die Fresse, das bleibt hängen oder so. Das finde ich nicht. Es bleibt halt, Snapping bleibt dir schon im Kopf, aber ich finde, es ist halt wirklich so ausleitend, wenn der Song nur so enden würde. Fände ich es besser, als wenn es jedes Mal der zweite Teil von der Hook wäre. Eben, das ist es ja, weil es ist der zweite Teil der Hook und so, dafür ist es zu schwach. Es ist, weil es kein, es ist nicht hooktauglich, finde ich. Also es ist eher wie ein Outro oder vielleicht ein C-Part noch meinetwegen, wo die, ne, der C-Part zwischen der vorletzten und der letzten Hook, den die hier aber eben schön harmonisch gelöst haben. Und sie ja dann auch ein bisschen was mehr singt an Text. Also so der C-Part, der drin ist, ist schön. Also man sollte das jetzt auch nicht austauschen oder so, weil ich finde einfach so an sich dafür, dass der Rest so stark ist, fällt das da schon gut auf, wie schwach eigentlich die zweite Hälfte der Hook ist. Weil der Rest ist ja mega stark.
das sogar zweimal immer genau das Gleiche mit dem I know, aber... Ja gut, ist vielleicht auch ein bisschen Geschmackssache. Ihr könnt es in die Kommentare schreiben, das wäre so meine Anmerkung, aber sonst ist der Rest echt sehr cool, absolut auf internationalem Level, wenn nicht sogar drüber. Sehr, sehr geil, die Outfits sind der Hammer, Outfits, meiner Haare, Meinung nach. Die Haarfarbe, die Haarfarbe. Ja, wirklich super geil, mega, also die Schnitte, also das gesamte Video, fett. Krass, ja, also sie hat ja schon andere Single-Nummern auch schon gemacht, Solo-Nummern gemacht. Gotta Go haben wir auch ganz oft angefragt bekommen. Genau, deswegen werden wir das auf jeden Fall auch noch abchecken. Macht euch da keine Sorgen, das haben wir auch auf der Liste. Kommt dann bestimmt auch irgendwann demnächst in die Tage. Ich weiß nicht wann, aber jetzt nicht direkt morgen, aber auf jeden Fall in den nächsten Tagen, damit wir nicht zwei Tage hintereinander denselben Künstler haben, sonst gibt es auch wieder Ärger. Wir dürfen nämlich gar nicht mehr kontrollieren, was wir auf unserem Kanal machen. Auf meinem, siehst du? Mein Kanal. Mein Gott. Ja, so. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr habt was gelernt und mitgenommen. Falls ja, dann lasst gerne ein Abo da. Und ein Glöckchen. Die macht die Glocke an, dann seid ihr Ehrenmann oder so. Ich letztens Glöckchen an für den Ehrenmann. Glöckchenmann für den Ehrenmann. Und falls ihr noch nichts gelernt habt, dann guckt auf jeden Fall noch die anderen Videos. Genau, da es gibt könnt ihr auf jeden Fall noch was lernen. Definitiv. Es gibt sehr, sehr viele, wo ich einiges immer wieder erkläre, immer wieder was Neues. Mhm. Und auch immer wieder mal das Gleiche, weil, ja, auch vielleicht interessant für euch, denn dann merkt ihr, dass Musik eigentlich relativ gleich immer aufgebaut ist, zumindest in den Grundstrukturen, und es vielleicht gar nicht so viel Zauberei ist, wie manch einer denkt. Ja, also es wird auch nur mit Wasser gekocht hier, ne? Passend hier zum Bild, das ihr nicht seht. So, vielen Dank und bis zum nächsten Video. Tschüss. Tschüss.